Also ganz früher war hier ein Hotelkomplex ausgehend vom historischen Haus zur Sonne am Marktplatz. Der ist dann im Laufe der Zeit allerdings rückgebaut worden, baufällig gewesen, abgerissen worden. Dann kamen wir als regionaler Marktteilnehmer. Wir wollten unsere beiden Geschäftsstandorte in der Stadt zusammenlegen. Und dafür hatten wir dieses Grundstück als ideal ausgeguckt. Und so konnten wir uns halt mit der Stadt darauf verständigen, dass wir dieses Grundstück übernommen haben. Wir haben uns überlegt, dass wir ein international bekanntes Architekturbüro einbinden, waren dann auch in Berlin bei dem Architekten dieses Hauses, Jürgen Meyer-Haar. Der Hintergrund liegt im Grunde darin, dass wir der Überzeugung sind, dass wir verschiedene Aspekte, die rein vom zweckmäßigen Bauen weggehen, hier unbedingt aufgreifen müssen. Das ist die innerstädtische Kleinteiligkeit der Altstadt. Die Verbindung von Moderne und Mittelalter, Haus zur Sonne und gleichzeitig den Ruf der Stadt Jena als Science City, also als Lichtstadt. Und ich glaube, das ist mit Jürgen Meyer-Haar eigentlich ganz gut gelungen. Jürgen Meyer-Haar setzt ein Gebäude mit Landmarking-Charakter auf, anders als wie andere Architekten. Wir haben die Nutzung und bauen dann vier Wände drum. Schafft er einen Raumkörper, wo wir uns in der Nutzung anschließend ein Stück weit dann orientieren müssen. Er hat das aufgeteilt in vier Baukörper. Die sollen die Kleinteiligkeit der Innenstadtbebauung widerspiegeln mit einem geschlossenen Hof. Das war uns wichtig. Wir wollten eine Wohnbebauung und dann unser Büro obendrauf. Sowie Gewerbeflächen im Innenhof, also einen belebten innerstädtischen Innenhof. Und das Ganze sollte neuzeitlichen Charakter haben. Wir wollten nicht, dass jemand vorbeigeht und sagt, das könnte man aber auch vor 50 Jahren gebaut haben. Also es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die sagen, das ist ein sehr schön gelungenes Haus, aber ob das in Jena richtig steht, Fragezeichen. Es gibt aber ganz, ganz wenige, die sagen, das passt überhaupt nicht, es gehört nicht hin. Wir haben auch parallel zu der Architektur über einen Zeitraum von Minimum einem halben Jahr alle zwei Wochen Führungen durch beide Komplexe gemacht, schon kurz vor Fertigstellung und auch danach, sodass wir eine extrem hohe Auseinandersetzung mit dem Bauvorhaben hatten, die dann auch eigentlich zu einer Akzeptanz geführt hat. Wir sind zufrieden. Wir sind froh, dass wir es gemacht haben. In einer Zeit, in der jede Menge passiert, sind wir auch stolz darauf, dass wir einen Punkt setzen, wo man eben in 50 Jahren vorbeigeht und sagt, guck mal, so hat man im Jahre 2013 gebaut.